Ich habe gerade übrigens gemerkt, anscheinend war mein Mikrofon aus. Ich hoffe, die ganze Folge, weil dann hat man meine Scheiße nicht gehört, die ich von mir gebracht habe. Scheinbar war das so, dass ich die ganze Folge aus meinem überem Mikrofon aus hatte. Super mal wieder an dieser Stelle. Das Let's Play ist so grottig. Mit diesem Sammeln geworden. So. Oh. Aber zumindest kommt hier sehr viel. Man sieht, wie diese Stadt einfach versunken ist. Das ist ja interessant. Übrigens, wenn Höhlen kommen, mittlerweile muss ich einfach mal eingestehen, relativ wenig Lust, die noch richtig zu erkunden. Ich werde reingehen, das Ding holen, rausgehen, das war's. Das war's dann einfach immer. Ist das echt da oben? Warum? Pulverklippe. Was zur Hölle? Okay. Sie ist ja, finde ich, nett. Wow. Ist ein geiles Teil. Okay. Das gefällt mir so auf Anhieb. Und ich weiß, wo ich hier rein muss. Scheint gar nicht nirgendwo. Wollt ihr mich veräppeln? Channel of the Powder Cliff. Ist ja unfassbar. Das ist nicht normal, oder? Das kann nicht sein. Ui. Ich wusste nicht, ob die Collision gerade auch noch offen war. So. Aber eine Sache hat das. Hier ist eine Questmarke anscheinend. Ich meine, wir kommen ja langsam in diese Gefilde, wo die Dinger alle Questmarke haben. Na wunderbar. Wow. Okay. Aber wir haben zumindest einen Anhaltspunkt. Das ist unfassbar. Ich meine, das ist halt eine dieser Dinge. Ich werde bis zum Ende des Spiels meine Hanal nicht aufbrauchen. Es wird nicht passieren, sage ich einfach mal. Aber gut. Man will als Rollenspieler halt immer viel von allem haben. Ob ich es jetzt brauche oder nicht, das ist ja erstmal dahingestellt. Summer. Hier will ich jetzt noch hinter. Was ist das denn? Ist das eine Vergewaltigung gewesen? Hä?
Na, wunderbar. Der hat ein gutes Schwert anscheinend. Das sieht aus wie meins. Lull. Aber ich hab doch Fleisch. Sogar nicht Haram-Fleisch. Na gut. Oh, Leandra hat er getötet, seine Frau. Kann man mal machen. Ob das jetzt so moralisch vertretbar ist, sei mal dahingestellt. Kartoffelkohlsuppe, geil. Totenbeschwörer anscheinend. Ja, was weiß nicht, nur anscheinend sehr sogar. Ziemlich sicher. Ist halt immer, immer traurig, dass in Rollenspielen Totenbeschwörer so grässlich enden. Es gibt, glaube ich, also es gibt allgemein eigentlich keine. Gibt es irgendeine Geschichte, der ein Totenbeschwörer positiv ausgeht? Also endet? Nein, oder? Gibt es nicht. Sage ich jetzt einfach mal. Ich glaube, sowas, das gibt es einfach nicht. Die enden immer böse oder in bösen Sachen. Das ist äußerst interessant. Mir ist keine Bekannte, der einen Totenbeschwörer auch so positiv dargestellt würde. Also in Fullmetal Alchemist, Brotherhood, geht es, finde ich, sogar noch irgendwie. Das ist ja nicht, dass die wirklich positiv dargestellt werden. Klar, keine Frage, werden sie nicht. Aber ja, auch nicht grundsätzlich böse. Das ist so ein tolerierter Bereich, glaube ich. So ein, ja, per se erstmal nicht, dass man sagt, ja, das ist so schrecklich. Ich meine, okay, jetzt, wo ich das eine Beispiel habe, fallen mir mehrere ein. Im normalen Skyrim ja eigentlich auch nicht so brutal. Da wird es ja auch nicht als das Schlimmste, um Gottes Willen, wenn du Totenbeschwörer bist, ne? Das wird ja gelehrt. Ich meine, die Leute sprechen dich nicht durchaus positiv jetzt darauf an, aber es ist halt auch nicht komplett verpönt. Im Gegensatz halt jetzt zu, wenn du jetzt, Enderal dir anguckst, ne, da ist die Totenbeschwörung ja so, auch all deswegen natürlich nicht so repräsent, weil sie halt so verpönt ist. Ist logisch, klar. Irgendwo, ja. In meinem unmittelbaren Feld musste es ja sein. So. Okay. Das heißt, da hinten auch irgendwo. Hallo. Du lebst übrigens. Ey! Außerdem brauche ich was zu essen. So eine Kohlsuppe zum Beispiel. Und mein Schwert muss geladen werden. Wie wäre es mit einem allgemeinen Seelenstein? Außerdem, warum wird mir da so oben rechts hier angezeigt, dass ich geheilt werde? Verdammt, Axt. So, jetzt muss ich noch in diese Stadt rein. Denke ich mal. Oh, hi. Was bist du? Bist du ein besonders großer Steppenstampfer? Du sahst so groß aus. Oder das lag an der Perspektive, das weiß ich nicht. Oh, das Tor ist nicht abgeschlossen. Immerhin. So, das ist anscheinend direkt vor mir. Dieser Punkt. Die Frage ist nur, wo ist er? Ah, hier. Hätte man finden können. Durchaus. Jetzt muss ich einen ganzen Arsch weit hier erstmal diese Straße entlang gehen.
Diese Straße habe ich übrigens noch nie gesehen in diesem Spiel. Sieht man auch, dass ja alles so ziemlich jungfräulich ist. Und das ist so der Dünenheimer Wüstenpart. Ich weiß nicht, ob es da einen besseren Begriff für gibt, aber ich nenne es jetzt einfach mal Dünenheimer Wüstenpart, weil Dünenheim ist ja so graudunkel und hier ist so graudunkel. Wann ist eigentlich mal wieder Tag? Do. Ne? Wäre mal auch gar nicht so schlecht. Oh nein. Naja gut, jetzt ist der voll, das Ding auch nicht mehr so sinnvoll, wenn ich den Bogen spanne. Hi. Oh, da ist, ich sehe wieder einen Questmarker. Ja, es geht so langsam in diese Richtung, dass die halt öfters genutzt werden. Was ich nicht schlecht finde, weil es, was ich sehr gut finde. Weil das nimmt halt tausendmal Hilfe ab. Tausendmal. So. Weil ich jetzt nicht halt ständig Karte, Spiel wechseln. Ich gucke einfach auf den Marker und gut ist. So, schon wieder am Maximum. Es ist unfassbar. Hallo? Meine Güte, konnte doch nicht sein. Uah. Ich frage mich, ob Leute, die eine starke Spinnenphobie haben, auch Angst bei solchen stilisierten Spinnen aus Spielen sind, haben. Das frage ich mich gerade so. Ernsthaft. So, die Old Shadow Steel Meaden. Irgendwo links von mir. Liegt anscheinend nur indirekt hier auf dem Weg. Deswegen ich dort mit TCL hin muss. Ja, rechts, was? Ich laufe genau drauf zu, was? Ist sie hier? Tatsache. Hier ist diese Mine. Das ist ja ein Ding. Die Alt. Ja, genau der Ort. Interessant. Gut. Hätte ich jetzt nicht so gedacht, aber macht ja nichts. So, irgendwo hier soll doch wohl so ein Ding sein, eine Eispranke scheinbar. Und dieses Glühwürmchen gibt mir den Weg oder was? Oh mein Gott, hi! Das ist kein, ja, ich sag mal, schlechter Ausblick, den ihr hier habt, Leute. Den kann man sich mal gönnen. Behaupte ich einfach mal, das ist nicht schlecht. Nett, nett, nett. Mein Mann, ist das kein schlechtes Fleckchen, was ihr hier habt. Es ist nur viel zu hell gerade. Aua. Meine Augen. Ah, schön. Hier mit auch so vielen Pflanzen und Zeug von den Decken. Und wo führt es wieder hin? Zu nix und wieder nix außer einer Eispranke.
Es ist immer wieder dasselbe. Alter, was? Hier sind wir? Ah! Hier sind wir! Die Mine! Klar war ich hier schon mal. Für die Quest. Mit, Jesper hieß er, ne? Jesper Dalvarek. Hier! Alter Verwalter aller Verwalter. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Nur, dass ich, wow. Also, puh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das da einen Eingang für gibt. Dass ich den nicht in der Quest gefunden habe, weil ich bin ja, gehe ja sonst über die ganzen Höhlen durch. Da hätte ich das Ding ja eigentlich finden müssen beim Durchsuchen, ne? Ha, interessant. Aber so sieht man, dass die Welt dann doch eher groß als klein ist. Immer wieder spannend, sowas zu finden und zu sehen und zu machen. Naja. Aber. So. Das nächste ist irgendwo auch. Ja, straight rechts von mir. Da ist ein Löwe. Da gehe ich natürlich hin und bekämpfe den. Das gibt Erfahrungspunkte. Hi! Und tschüss. So, das dauert noch ein bisschen, bis es da oben ist. Ich glaube auch, da ist wieder so ein Questmarker, so wie das aussieht hier. Jo, das sieht auch sehr danach aus. Das Schöne ist, mit jedem Questmarker, den ich abfarme, steigt auch die Chance, um 1 zu Restwert der Objekte, die da noch sind, dass der nächste auch per Questmarker ist. Wenn du verstehst, was ich meine. Ist jetzt ein bisschen, ist, sag ich mal, mathematisch gedacht. Aber, es ist logisch gedacht. Trotzdem. Okay, das könnte daran liegen, dass Mathematik Logik ist. Aber gut. Das wäre zu einfach sonst. Aua. Hä? Wer schießt? Ach du. Hi. Aber bist du der Bruder von Daniel Craig? So's. So. Oh, das ist auch noch auf dem Dach. Ich komme mal kurz hoch, ne? Dann kann ich gegen dich kämpfen. So, moin moin. So, oh mein Gott. Ich hasse Elementaristen. Echt? Okay. Was ist jetzt an denen falsch gewesen? Ich weiß es jetzt nicht. Sag, kannst du es mir bitte sagen? Ah nee, du bist ja tot. Bis 250 nehme ich mit. Bräuchte ich, aber nehme ich mit. Ich meine, brauche gar nichts. Ich bin reich, ich bin. Hab alles, was ich will. Ich. Sehe, dass da eine Eisbank ist. Dafür brauche ich auch keinen Questmarker. So.
Da ist auch das nächste Haus, wo ich rein muss. Anscheinend direkt vor mir. Es ist dieser Turm. Das wird's wohl sein, denke ich mal. Das ist dieser Turm, die Demarkationslinie zum nächsten. Ja, als Sortieris. Ist das das? Ist das das? Es ist das. Oh, ich habe die Schlüssel sogar. Ha! Meine Güte. Magische Notiz. Nach Altotyrus begeben, das Rätsel in Alt, die Rätsel in Altotyrus lösen. Wer an den Schatz will, muss klug sein. Merkt euch, wer einmal beginnt, kann vor dem Ende nicht umkehren. Löst drei knifflige Rätsel in den Kammern dieser Anlage und der Schatz ist euer. Erstes Rätsel, nach Osten immer zu. Zweites Rätsel, berührt ihn, der gen Himmel schaut. Drittes Rätsel, wer ohne Zaudern geradeaus geht, stößt auf das Licht. Ja, nach Osten immer zu. Das dürfte man hinkriegen. Nach Osten immer zu. Das ist interessant. Ich finde es auch eine gute Stimmung tatsächlich in diesem Falle, dass. Was bist du denn? In diesem Falle eine gute Sache, dass hier keine Musik ist. Also Tyris Firmament. Alter, was ist das denn für eine suspekte Welt? Scheiße, was? Man weiß nicht, was oben und was unten ist. Okay. Ah, nein, das wollte ich nicht. Berührt ihn, der gen Himmel schaut. Ne, berührt ihn, der gen Himmel schaut. Ah. Wer von diesen Toren schaut denn gen Himmel? Ist die Frage. Er? Tatsächlich. So, bevor ich diese Vase öffne. Wer ohne Zaudern geradeaus geht, stößt auf das Licht. Nee. Was? Ohne Zaudern geradeaus geht, stößt auf das Licht. Das muss ich mir nochmal verstehen lassen. Hier ist ja kein Ausgang oder so. Welcher dieser Schlüssel war das denn jetzt? Aber wer ohne zu zaudern geradeaus geht, hier ist ja nichts. Wenn ich geradeaus gehe, passiert ja nichts, ne? Was?
Na, mein Name. Einzelteile. Alles nichts, was irgendwie sinnvoll, verständlich irgendwas wäre. Da führen die mich alle irgendwie. Wenn ich hier... meine, ich drücke übrigens nur W gerade. Alter, das ist richtig anscheinend. Wer ohne Zaudern geradeaus geht. Und so ist es. Geil. Geil, geil, geil. Muss ich mal gerade so sagen. Mega. Awesome. Puh. Okay. Übertrieben gut. Übertrieben gut. Jetzt ist nur das Problem, ich habe anscheinend hier trotzdem noch eine Eispranke. Oder wie verstehe ich das? So. Nee, diese Tür, ne? Weil anscheinend ist da irgendwie noch eine Sache, deswegen ist es problematisch. So. Anscheinend soll ich in die nächste reingehen. So. Hier auch in die nächste direkt. Und hier ist eine Eispranke. Wo? Ach da! Ach hier! Ach! So. Deswegen. Und dann ist die Void da und... Hier ist ja sowieso kein Ding. Wie die das gemacht haben, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ist mega geil. Aber Respekt. Das war Respekt, das war gut. So, weiter geht's. So, hier lang. Ja, die Folge wird über eine Stunde lang, ich weiß. Aber alles für den guten Zweck, wisst ihr doch, alles für den guten Zweck, nämlich den, dass wir alle Eispranken einsammeln. Und das kann man doch wohl ganz Kreda als guten Zweck bezeichnen, oder nicht? Ich hatte das Gefühl, ich bin hier schon mal lang gelaufen und war das nicht diese Stelle, wo ich dann irgendwann vom Stein oder so erschlagen wurde? Danach? Ich habe so das Gefühl, das war das hier. So. Muss ich anscheinend hier irgendwo hier hin. Hier sind aber zwei. Einer ist irgendwo direkt hier, genau. Okay, und das andere ist hier, ne? Genau, dann kommt das und da kommt das ja alles. Dann ist die Folge vorbei. So, nach Alt-Yoga. Gut.
Also ich denke, 1:30 geht die Folge dann. Aber dann haben wir echt die ganze Wüste mit einer Folge. Die Wüste geschafft. Und das ist doch auch was. So. Hier einmal durch, dann bin ich, habe ich eine Eisklaue, okay, Pranke. Eigentlich auch eine Klaue, Pranke. Auch kein großer Unterschied, von daher macht das nix. Oh, hi. So, warum ist hier eigentlich so ein dauerhaftes Erdbebengefühl? Kann mir das irgendjemand sagen? Nein, danke. Okay, dann nicht. Da war ich wohl zu schnell. Da hat es mich wohl zu wenig interessiert. Ach, hi. Da ist wer. Moment mal. Da ist wer tot. Doch. Na, was willst du mit meiner anderen Hand sagen? Eine Armlänge Abstand oder was? Oh. So. Und wieder raus. Das macht nix. Überall auch nur Fallen, aber... Ach, das macht nix. So, ich hab ja gesagt, ne? Die meisten Höhlen, es sei denn, sie sind jetzt so awesome, mega überragend. Dass ich sage, boah, werde ich einfach nur rein, holen, raus. Wobei mir auffällt, eigentlich einfällt bei diesem Wolf-Gefühl, ich muss eigentlich mal wieder Mass Effect spielen. Das ist so ein typisches Spiel mit so, oh du Scheiße, was ist das denn wieder für was Geiles? Vor allem bei den richtig Story-Szenen. Okay. Mass Effect ist mit, oder vielleicht das Spiel mit einer der besten Story, vielleicht sogar das mit der besten Story, würde ich sogar fast so weit sagen. Da ist nichts mehr. Ich habe das eingesammelt. Oh, habe ich nicht? Jetzt muss ich doch nochmal rein, oder was? Mann! Schrecklich. Wirklich schrecklich. Alles wirklich verlorene Zeit. So, hier ist nichts. Wieder so ein Bug vermutlich. Habe ich Angst. Dass sie sich sammeln, aber gut. Ich meine, vielleicht habe ich am Ende tatsächlich auch nicht alle
Pranken und magischen Symbole, weil es nicht ja, weil das Spiel nicht Sinn bekommt. Gut, dann ist es nicht mehr meine Schuld. Dann kann ich sagen, ich habe mein Möglichstes getan und bin, sage ich mal, relativ fein raus aus der Sache. So, hier ist auch noch einer, habe ich gehört. Irgendwo hier bei dem Haus oder so. In dieser Stadt, das ist so traurig hier. Wenn man sich an diese Geschichte erinnert. Wie lebendig die Stadt halt war. Ich würde sie eigentlich echt am liebsten wieder beleben. Wenn das so möglich wäre. Ich hätte sie eigentlich auch am liebsten gar nicht vernichtet. Okay. Aber es musste halt sein für den kleinen Jungen. Musste halt einfach wirklich sein. Schwierig, schwierig. Das Ganze. Wie komme ich jetzt zu dieser Höhle? Oh mein Gott! Hilfe. Hier ist doch irgendwo was. Ich spüre das doch schon in meinem Urin. Das muss irgendwo hier auf dieser Ebene sein. So. Goldbeutel, okay. Aha. Einfach mal das Ganze von einer anderen Perspektive angehen, hat man es, oder? Ja. Und dann gehe ich erst zu diesem hier. Ich glaube, das ist sinnvoller. Ja. Aua. Ja, das wird da wahrscheinlich in dieser Burg irgendwo oben sein. Was zur Hölle war das denn? Oder wo ist das? Nee. Jetzt gehe ich ja doch einen anderen Weg irgendwie. Jetzt muss ich doch TCLen. Okay. Interessant. Naja, gut, macht nix. Hier auch wieder. Ah ja. So. Aber diese Wassermühle ist sowas wie Hoffnung. Ein bisschen auch in dieser Stadt. Weil das heißt nicht, dass alles weg ist. Oh, diese Musik ist gerade schlimm. Was heißt Musik? Ist es ja nicht mehr so Soundeffekte, ne?
so dumpfe, ungemütliche Soundeffekte, als würde irgendwie so ein Effekt immer weiter schlimmer werden. Aber wahrscheinlich ist es nur Trauer. Dieser einzige Effekt ist Trauer. Okay. Was sind denn hier so viele Tyraden? Hi. Tyrage, nicht Tyraden. So. Da sehe ich eine Pranke. Schön dieses Auge, ne? So, und das andere ist nochmal hinter mir. Hi, hier ist ein Tiger. Und da ist ein Panther. Na. So, danke. Dass du auch mal sterben kannst. Oh. Das wusste ich nicht. Sorry. Dass da zwei waren. Gut. Aber das macht nix. Das haben wir auch geschafft. Wir haben noch ein bisschen Jähn reingelegt. Ahaha. Hunde buddeln rum. So. Ui, jetzt muss ich so dahin nach Alt-Domgrasch. Das mache ich mal einen schnellen Weg. Oh, hi. Vielleicht kann ich auch ab hier tatsächlich normal laufen, weil hier ist nicht mehr diese Mauer, die ich umgehen muss. Da ist noch einer, wo ich EP sammeln kann. Hallo! So. Mann, sind hier viele Tiere in der Nähe der Stadt. Das ist ja unfassbar. Noch ein Panther. Übrigens, Panther, wunderschöne Tiere, wie ich finde. Mal allgemein sind diese ganzen tigerartigen Tiger, Löwen, Panther, Leopard, Gepard. Alles, was in diese Richtung geht, sehr schöne Tiere, wie ich finde. Bedrohlich, gefährlich auf jeden Fall, aber schön. So, deren Fell und deren Auftreten auch irgendwie. Weißt du, das ist ja so ein majestätisches, ne, von was ist das nochmal, der Löwe? König der Löwen? Nee. Löwe des Dschungels? Nee. Löwe der Wüste? König der Wüste? König der... Ich weiß nicht, von was das der König ist, der Löwe. Gut. Ich weiß nicht, soll ja von irgendwas der König sein. Keine Ahnung. Was für ein Bistum er hat. Oh, hi. Was ist denn mit dir? Du hast mich so das letzte Mal so abgefuckt, weiß ich. Dach. So, irgendwo ist hier auch noch was. Aua. Eieieiei. So. Irgendwo hier. Ah, hi. Ey, lauf nicht weg. So, danke. Jetzt kann ich in Ruhe suchen, würde ich sagen. Irgendwo hier. Wenn es nicht direkt hier ist, dann muss es über mir sein. Weil unter mir, ja, geht schlecht. So. Da oben. Ja, das ist die Frage, wie komme ich da denn ein bisschen hin?
Aha. So. Gut. Und dann noch anscheinend da irgendwo ins Nichts rein. Aber da sind wir schon mal für... Ich weiß jetzt nicht, welche Mission. Irgendeine Mission sind wir da schon mal reingegangen. Ich glaube, da wollte ich hier hin, ne? War das das? Nach Talgara? Kann sein, ja. Da gehen wir übrigens nächste Folge hin. Talgara, und dann werden wir, wenn wir das haben... Ja, hier hin. Aber dann habe ich anscheinend trotzdem hier irgendwo was vergessen. Wo auch immer. Aber gut, das ist halt so ein Zipfel, ne? Da... Ja. Gießt da halt nicht hin. So, oh, hi. Okay, so. Haben wir auch geschafft. Saugen aber schon immer arg schnell und eigentlich extrem die Mana weg, ne? Okay, hier. So. Und dann würde ich sagen... Guckt euch das an, was wir hier alles schon geschafft haben. Ne, der ganze untere Teil, eigentlich fast alles hier, fehlt nur noch Talgara. Diese 3-6 Dinger. Ja, und dann kommt der Norden. Das wird eine Folge werden, eine kurze Folge vermutlich. Wobei, ja, kann man so vielleicht nicht sagen. Ich werde diese Folge machen, und weil ich mich ja nicht TPen kann, werde ich bis hierhin laufen. Dann werde ich hier anfangen und dann da machen. Das wird dann seine 4 Folgen, die ich noch habe, bis dann 20 durch ist, einnehmen. Ne, so, ich sag mal, 1. Ich weiß ja auch nicht, wie ich gehen soll, ne? Du siehst ja hier, das geht erst nach links und dann nach rechts. Ne, 1. Dann ist hier mehr so Sackgasse, dann 2 vielleicht, das alles. Ja, 3, dann 4. Es ist schwierig, es ist äußerst schwierig. Aber ich mache einen Cut. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut und ciao.